Schön, dass ihr wieder zu mir gekommen seid, also zu uns. Wir möchten heute wieder experimentieren. Dazu brauchen wir eine Schnur, einen Verschlussgel, wenn nötig, einen Luftballon, einmal Klebeband, einen Strohhalm und eine Schere. Zuerst brauchen wir die Schnur und den Strohhalm. Dann müsst ihr die Schnur durch den Strohhalm fädeln. So. Und dann im Zimmer aufhängen. Dann müsst ihr den Luftballon nehmen und ihn prächtig aufblasen. Dann nehmt ihr den Verschlussgel und macht ihn zu, so dass keine Luft mehr entweicht. Dann nehmt ihr euren Luftballon, haltet den an der dicksten Stelle an euren an den eingefädelten Strohhalm, so ungefähr, und dann müsst ihr auch hängen bleiben. Jetzt könnt ihr das alles hier hinschieben, den Verschluss abmachen, aber festhalten und dann gut. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Experiment.